Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Wir spielen auf King's Row. Und das auch noch in Open View, das heißt, ich kann hoffentlich wieder richtig schön meine Stats mit Null abpushen. Prioritäten und so. So, ja, hier, guck mal, ein bisschen Heilung. So ist das doch schön. Aua. Ich hab... Oh Mann, jetzt wurde ich gesleept, ey. Ach, schade. Okay, cool. Naja, hat die Pharah auch mich gut beschützt, muss ich sagen. Ich wurde von der Unout healed, dann wohl kein Stats pushen. I guess. Okay, die Kugel wird ganz interessanterweise gerade nicht abgefeuert. Ja, ne, Bruno muss los. Da sehe ich mich ja sonst jetzt gar nicht. Ja, okay, das hat jetzt die halt sofort aufgegessen, leider. Das ist so optimal. Bin noch ein bisschen abgefuckt vom Tag einfach heute. Auf dem Rückweg stand ich irgendwie, also keine Ahnung, ich brauch sonst meistens nur 3 Viertelstunden. Ich habe jetzt basically doppelt so lange gebraucht. Weil irgendein hirnfroher Mensch dachte sich, dass man ja während dem Berufsverkehr die Zeit hervorragend nutzen könnte, um für eine Baustelle 2 Spuren auf eine zu verschmälern. Hätte man ja auch nicht irgendwann anders machen können. Nee, so. Halt um 16 Uhr, wenn alle nach Hause fahren, das ist gut, guter Zeitpunkt. Und ja, es hat halt sehr lange gedauert und ich bin abgefuckt deswegen. Genau. Und ich bin auch ein bisschen abgefuckt, weil ich den ganzen Tag so eine Uni-Aufgabe gemacht habe gefühlt. Aber der Professor ist ein bisschen lost und die Aufgabe ist komisch gestellt und es wird halt kein Mensch das so machen. Aber wir müssen halt irgendwie eine Reihenfolge sozusagen dann. Also ich Informatik, ne? Und wir sollen so eine Sache deployen und kein Mensch würde in dieser Reihenfolge diese Sachen deployen oder überhaupt diese Sachen in dem Sinne falsch machen, weil wir müssen sozusagen mit Absicht Sachen falsch machen und halt erklären, warum. Aber es ist halt gigalost. Und ich probiere so die Aufgaben zu machen, so. Und dann ist halt viel Recherche und dann rumgoogeln, probieren und whatever. Und am Ende so, Digga, wenn selbst Bart und GPT mir nicht sagen können, wie diese Aufgabe funktioniert, ist irgendwas falsch. Weil so Informatikaufgaben kriegen die meistens ganz gut hin, wenn du so sagst, ey, wie mache ich irgendwelche Sachen auf dem Server. Das läuft eigentlich ganz gut meistens. Wenn die beiden verwirrt sind, dann ist es schon doof. Genau. Damit habe ich heute sehr viel Zeit gewastet. Nein. Oder stimmt. Ja, okay, mach halt noch mehr Schaden, schade. Ich wollte sie da eigentlich rausholen. Und ich werde gewonnen-tappt. Klar, warum auch nicht. Ah, klar, Nano mit Damage Boost. Nee, kenne ich, fühle ich, liebe ich. Macht Spaß. Wir haben hier die Heilkugel rausgeschmissen. Ist ja doof als für die Pharah. Ist ja doof auch für meine Tanks jetzt. Und manchmal willst du da rauskommen. Ich frag dich mal. Nicht? Schade. Wäre schön gewesen. Ja. Ne, die Runde ist gut, macht Spaß. Ich stehe übrigens 3-7 oder so. Ich glaube in dem Game, das ich gestern hochgeladen hatte, hatte ich mich aber da schon drüber aufgeregt. Deswegen passt das schon. Muss ich mich jetzt nicht nochmal drüber aufregen. Ich finde es immer noch unfair und schrecklich. Egal. Ich nehme mal kurz das Sleepback hier vorne. Meine Nase ist auch den ganzen Tag einfach schon zu und ich habe schon 2 Liter getrunken und es wird nicht besser und ich habe auch leicht Kopfschmerzen. Bin auch die ganze Zeit gefühlt am Heulen gerade nur. Und mimimi. Alles doof. Aber vielleicht kriege ich ja die Mercy getötet. Nein, natürlich nicht. Schade. Das hätte mich jetzt eigentlich aufgeheitert. Ja, jetzt werde ich dich wahrscheinlich wieder gewonnen-tappt von Hanzo. Oh nein, ich lebe. Wild. Komm, 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 wird doch die Mercy. Ja, okay, wow. Die Pharah dachte sich auch gerade so, ey, geil, ich bin mit meinem Leben davon gekommen. Nur, um dann von fucking Hanzo getötet zu werden. Ja, sorry, bro, ich bin nicht in Ecke heilen. Nö,
Bruder muss los. Oh, oh, hat ihn einfach gesleept. Das ist wild. Ey, der Typ trifft halt alles. Er hat mir einfach mal kurz 3 Shots in die Fresse gegeben. Ja, 2 Headshots. Okay, cool. Cool. Wenigstens habe ich relativ kompetente Tanks. So. Und Anna halt gut. Das ist auch ganz gut. Aber ich bin am Überlegen, ob ich mal kurz jetzt hier rauf gehe. Okay, vielleicht nicht. Ja, cool. Ich muss halt irgendwie da raus. Aber ich wurde nicht mal von der Widow getötet. Okay, das Ding ist, Option 1 ist ulten und auf Kiriko wechseln. Option 2 ist, ich probiere nochmal da hochzugehen und die Widow zu diven. Vielleicht kombiniere ich auch beides. Und wenn ich dann beim Diven sterbe, dann kann ich ja auf Kiriko switchen. Der würde ein paar Headshots in die Fresse haben. Ich glaube, die Pharah auf jeden Fall. Ey, ja, okay, cool. Cool. Nee, macht Spaß. Gut. Oh, wir haben schon Kiriko, das ist ja unglaublich. Denke ich auf Zen. Zen ist auch gut gegen Widowmaker. Weil Widowmaker relativ stationär ist meistens. Oh, wow, Widow ist tot. Cool. Also die Runde bin ich echt nicht gut am performen. Muss ich ja auch einfach mal so sagen. Ey, Digga. Können wir bitte mal One-Hits entfernen aus diesem Spiel? Es macht wirklich keinen Spaß. Also was, du kannst ja nichts dagegen tun. Du existierst und stirbst. So, einfach mein Tank weggesniped. Was ist das denn? Ja, stirb, Bitch, Digga. Fick dich. Jetzt muss ich switchen. Ja, wirklich. Nein, die ist so low. Komm, tötet die Widow doch. Ja, okay, wo ist halt, dass ich jetzt da vorbeikomme? Das ist doof. Komm, du bleib drauf, bitte. Es sieht ganz gut aus. Sterben gerade viele Gegner. Das ist prinzipiell positiv. Oh ja, schön. Hier der AOE, der Mensch, der noch mal Leute getötet. Das ist doch toll. Oh, wir haben den Punkt bekommen. So, wir greifen. Greifen nicht an, wir verteidigen. Dumm. Ich habe keine Ahnung, ob die Gegner Widow wieder haben. Ich habe sehr doll Angst um meinen Kopf. Okay, die haben auf jeden Fall Hanzo. Das finde ich nicht gut. So, Widow sehe ich gleich daran, ob die Mercy Tour vom Himmel fällt. Aber ich glaube, die haben keine Widow. Aber wo ist der Hanzo? Ich sehe ihn nicht. Oh, alle Endheit, alle Endheit. Das ist ja scheiße. Ich muss unbedingt zacken. Diva, komm mal her. Gib mir ein bisschen was vom Leben. Ja, der Kree ist ganz gefährlich, da muss ich echt aufpassen. Wenn ich da mein Köpfchen einmal rausstrecke, kriege ich halt gefühlt Instant Headshot. Aber Zarya, pass auf dein Leben auf, bitte. Komm, komm, ich hab mehr SCP. Und ein bisschen hier, Heal Stuff. Biotic Energy. Und das ist doch so, also Biotic Energy, das entfällt mir so häufig, dieser Begriff. Das tut wirklich weh. Wow. Heilkugel in Divas Matrix geschmissen. Easy. Ja, wir
Wenn man gerade anschaut, wie ich spiele, wird doch niemand denken, dass ich in World of Master gerankt bin. Was ist das denn hier? Ich spiele wieder größte Müllhaufen. Hier stirbt nicht, keine Ahnung. Ein Reaper töten? Boah, ne, das war so viel Schaden. Okay, Rip Mercy, I guess. Ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt probieren, halt die Diva zu überleben. Aber ich muss mich halt verpieseln. Nee, ich conteste das nicht. Das ist stupid. Ja, das ist die Wahlzeit. Oh, oder auch nicht, oder? Immer wieder weg. Das ist ja scheiße jetzt. Ich war hinter der Scheißecke. Das ist jetzt frech. Hey, ich wollte die Killcam sehen. Ja, komm, 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 töte sie, töte sie, töte sie. Du bist stärker, glaube ich. Mindestens, wenn du nicht gecharged bist. Wenn sie nicht gecharged ist. Oh mein Gott, beschützt mich doch! Ey. Weil ich trotzdem gerade sagen muss, es ist irgendwie gut, dass die Gegner keine Wunden mehr haben. Das tut mir sehr gut in der Seele. Ich schmeiße mal Damage Score drauf. Ich würde sie nicht umbringen, aber vielleicht geht sie weg. Ah, nein, sie geht nicht weg. Du bist Endheit, wollt ihr vielleicht alle ein bisschen auf. Oh mein Gott, fuck, ich wurde reingesogen. Ja, okay, cool. Ich wäre maybe noch in die andere Wall rumgekommen, aber weiß ich auch nicht. Das war so unlucky. Ja, RIP der Punkt. Ja, dem ist halt 5 Minuten für den Scheiß. Das ist halt ekelhaft. Wir brauchen keinen dritten Support. Switch den Tank, du Vogel. Heilung haben wir genug. Was ist jetzt dein Plan mit Ana noch so? Hilft halt nicht wirklich. Ja, komm, kann ich hier. Geh doch nicht in den scheiß Raum rein, du Hund. Was soll das denn? Ja, komm, tötet Bediva. Weg damit. Wenn du jetzt an dem Reaper drauf gehst, bring ich dich um. So. Zumindest momentan haben wir für kurze Zeit diesen Punkt fertig bekommen. Boah. Weil das jetzt noch 2 Minuten zu halten, wird halt auch lustig. Ja, ich muss sie. Sorry, hier am Leben halten. Der geht's gar nicht gut. Weil ich habe keine Heilung mehr. Ja, okay, cool. Wie gesagt, er ist schon wieder ult. Bei Reaper wird auch nicht gepunished, der existiert einfach, weil ich halt den ganzen Scheiß Ortile, den, halt die anderen beiden Supports auch natürlich. Aber so, er macht Schaden, aber die Tanks sterben halt nicht, so, es wird einfach ortilt und er farmt Ult. Das ist gerade die Art und Weise, wie Reaper existiert. Okay, wie weit habt ihr das denn jetzt nach vorne gepusht? Was soll der Scheiß? Ich weiß nicht, wollen wir. Können wir Hilfe bekommen mit der Zarya? Dankeschön. Oh, auf keinen Fall wird jetzt hinein. Ey, ihr habt sie jetzt nicht raven lassen, oder?
nicht euer Ernst. Ich habe jetzt mal zur Sicherheit geult, weil das hier so super low war. Und ich denke mir immer so, ja, Supports verlieren halt nicht so. Okay, bleib halt nicht beim Payload. Du hast doch Bock, sie reinzuwählen von einem Reaper oder so. Ja, das können wir doch niemals noch eine Minute verteidigen. Never ever. Die pushen jetzt hier einmal rein und bringen uns alle um. Zombie ist der fucking Pharah, oh mein Gott. Damn it, oh mein Gott, sie kommt hinten rum. Das ist natürlich eine ganz gute Strat so. Ja, ich kann euch nicht überall heilen. Ihr müsst schon auf der richtigen Seite vom Payload sein. Müssen wir nicht Leute zacken? Oh nein, da wollte ich nicht hin. Ja, wow, Nano Reaper. Okay, cool, lieben wir. Ja, nee, okay, das war's. Da komme ich halt nicht mehr hin. Können sie noch mal testen? Ja, schade. Wir sind 20 Sekunden, das ist kein riesiger Unterschied. Ja, denke ich nicht. Dann können wir halt auch einfach mal einen Counter spielen gegen den Damage Dealer so. Wäre auch eine Option. So, wir greifen jetzt an. Die Kugel war scheiße, cool. Minus 200 Damage. Und halt, wichtig auch eigentlich halt die Heilung, die ich damit halt hätte bekommen können in dem Sinne. An Firetic Energy. Weil im Angriff braucht man halt immer viel zu viel davon. Weil zum Beispiel die war plötzlich ganz low, und Ramatfall ist gleichzeitig plötzlich ganz low. Dann denkst du diesen Bruder, what the fuck? Oh mein Gott! Tötet die Saria bitte. Ich habe keine Heilung mehr, Freunde. Ich brauche unbedingt Heilung. Hilfe. Oh, aber der Push war gut. Push war sehr, sehr gut. Ja, komm, jetzt drei Leute auf den Punkt. Schnell capturen den Scheiß. Hier ist Heilung. Ja, okay, dann geh weg. Das ist so eine heilungstechnisch so sehr durchschnittliche Runde. Das sind keine King's Row Stats, das sind Müll-Stats. Also wir müssen jetzt aber auf dem Payload bleiben, um jeden Preis. Ja, ich habe aber schon wieder keine Heilung mehr, Kacke. Ich sag den Reaper leer. Jetzt ist der gesteept von da hinten. Ich schmeiß mir eine Heilkugel rüber. Okay, die Anna State Payload auf jeden Fall, das ist geil. Ja, die Heilkugel kommt ein bisschen zurück. Oh, die ist eigentlich ganz gut geflogen sogar. Ich erwarte, dass sie überhaupt so viel fliegt. Ja, komm, scheiß drauf. Sterbi. Meine Ult, einfach. Okay, ist, sie wurde nicht abgeschossen, aber meine Ult. Oh, Mercy Dredge. Also die hätte halt alle geheilt, wenn keine Nate gekommen wäre. Aber beides nicht passiert. Ist keine Nate gekommen und ich musste nicht heilen mit meiner Ult. Aber dritte, vierte Runde ist halt so ein Joke immer, ne? Weil irgendwie beide Teams kommen dann immer so unglaublich entspannt und weit durch und sitzen in der Overtime einfach nur rum. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, komisch. So, es ist halt fast immer so. Ja, okay, das war's. Aber wir sind echt weit gekommen. So, wir verteidigen.
wir müssen 20 Sekunden länger verteidigen als die Gegner. Aber weil wir in Overtime sehr weit gekommen sind, wird es nicht an der Verteidigung hängen, weil ich vermute, die Gegner werden auch auf den Punkt kommen. Das heißt, wir müssen jetzt halt einfach irgendwo im Prinzip auf der Strecke einmal einen Teamkill schaffen. Also wie gesagt, im Endeffekt ist das jetzt schon wieder eine Frage der Zeit und nein, die wird sterben. Ich habe keine Haltung mehr. Okay, die sollte nicht sterben, die Kiriko. Wir müssen die Pharah töten, sie tötet mich. Pack. Ich habe keine Haltung mehr. Ich habe wieder ein bisschen Heilung, das ist gut. Und Kiriko ist wieder. Oh mein Gott, dankeschön. Nicht draufgehen. Ja, ich hab's gesagt, Overtime. Weil in 20 Sekunden kommen die nicht so weit wie wir. Aber wir müssen jetzt halt dann aufhalten. Oder mit dem Teamkill von uns aufgehalten werden. Und das wird der schwierige Fall. Die Mercy. Die Ult war so wasted. Fuck. Wollte aber den Ramatra rausbekommen. Hier kommt Diva da raus. Wir brauchen eigentlich einen Hitscan. Oder Diva muss halt die. Digga, Pharah mehr challengen. Aber die Pharah kann halt. Also die hüpft ja halt wirklich gerade einfach rum und macht was sie will. Und die haben auch noch nicht geultet. Die Gegner laufen einfach durch ein. Er wird contested. Okay, es wird contested. Es wird auch nicht contested. Okay, Kiriko ult natürlich sehr, sehr strong und okay. Ja, die haben es hinein. Schade. GG. Oh mein Gott. Einfach vergessen. Die waren ja alle da. Die hätten nur in der Nähe bleiben müssen. Aber okay, in dem Sinne war es eigentlich nicht mal ein hinein. Die haben einfach vergessen. Glaube ich. Ja, das war einfach cool. Ja, schön zwischendurch nochmal zu gewinnen. Oh, und alles gelevelt upt. Und trotzdem nur 8000. Wie viel brauche ich eigentlich? Wenigstens Level 30 irgendwann mal wäre schön. Ja, die 7. Digga, ich hasse dieses Spiel wirklich von gestern noch. Hilfe.